It's your boy! Willkommen zum neuesten CSGO Top 10 Skins. Heute gibt es die AK-47 und natürlich auch wieder ein Livestream. Jetzt gleich um 18 Uhr. Also kommt dazu, es wird gebollert, aber brutal. Unser Partner bei der Sache ist wie immer. Pa, 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 pa. Ich brauche einen Editor wie PewDiePie. Das ist ja so die Laser. Unser Partner, wenn es darum geht, Skins zu kaufen oder zu verkaufen, und zwar für echtes Geld. Wer mich unterstützen will, kann meinen Link benutzen, um sich das erste Mal anzumelden, beziehungsweise meinen Code. Man ist dann ein Jahr lang über mich gepartnert. Und wenn das Jahr abläuft, müsst ihr euch halt einen neuen Steam-Account machen und dann halt... Spaß beiseite, zurück zum Thema. AK-47 Top 10 war sauschwer, denn eigentlich ist meine ganze Top 10 eine beste Platzliste. Also eigentlich hätte ich am liebsten alle auf den ersten Platz gemacht. Die Abstufung ist... Naja, sie ist schon vorhanden, aber halt in Müh immer nur. Es gibt immer nur einen Müh-Unterschied, der mich dazu bringt, dann die Sache halt besser zu werten als die andere. Los geht's, Platz Nummer 10. Da steht bei mir die AK-47 Wasteland Rebel. Schlicht, aber schick. Make them cry. Besser kann man es nicht ausdrücken. Mit dem Terroristenzeichen drauf, so. Und irgendwas anderes. Wahrscheinlich ein Schniedel. Ist der Platz Nummer 10 auch so teuer oder günstig, wie ein Platz Nummer 10 halt wäre? Bei den AKs ist es natürlich direkt schon mal was ganz anderes wie bei den Pistolen, ja? Da fängt man doch schon sehr weit oben an. Wir gehen mal auf günstigste zuerst und gucken, was da halt das absolute Minimum ist. 14,80 €. Kann man schon mal machen, aber Platz Nummer 9. Auf dem Platz schlummert bei mir die Fire Serpent. Oder? Was soll man dazu noch großartig sagen? Wenn da jetzt noch Feuer rauskommen wird... Das ist auch so ein Skin, den man irgendwie fast nie sieht. Also wirklich ganz, ganz selten. Ich denke, es liegt natürlich auch mitunter am Preis. Denn ultra günstig ist sie jetzt nicht. Ja, mit dem günstigsten von 150 €. Schon eher nicht so günstig. Naja. Aber, aber, holy shit. Aber wem sowas gefällt, der wird sich's auch nicht kaufen, oder? Gibt es noch Leute, die sich so richtig teure Skins kaufen, also die sagen, hey, ich habe Geburtstagsgeld bekommen, heute gönne ich mir eine Fire Serpent für 255 €. Krass, oder? Wenn du dir das vorstellst, ich meine, das Geld geht da rein und kommt vielleicht auch höchstwahrscheinlich nicht mehr in dieser Form zurück, sondern halt eher weniger, außer, gut, außer die Waffe steigt, sowas kann sein, sowas kann passieren, dass eine Waffe ansteigt, ja, ich weiß, aber man wettet auch bei sowas nicht drauf, oder? Wenn man sich was Gutes tut, wenn ich mir was Schönes kaufe, dann kaufe ich mir das für mich und nicht, weil ich darauf hoffe, dass ich dass ich es gewinnbringend mal verkaufen kann. Soweit zu Platz Nummer 9. Platz Nummer 8, und dort befindet sich bei mir die AK-47 Asimov. Ich weiß, gerade die Fans werden jetzt sagen, was, die ist doch easy auf Platz 1, mindestens. Der Asimov-Skin ist halt wirklich jetzt nicht so mein favorisierter Skin. Auf der Pistole gefällt er mir, glaube ich, am besten. Auf der AWP, naja, ich wüsste jetzt nicht, wo es mir besser gefällt im Vergleich AWP und AK. Eigentlich mag ich solche Formen der Farben, also so wie sie angemalt ist, das ist schön. Wenn die orangenen Teile zum Beispiel grün wären, so mintgrün oder keine Ahnung, neongrün, das wäre wieder was ganz anderes, dann wäre die viel weiter oben. Aber orange, gelb und rot, da muss halt dann auch der Rest dementsprechend aufgebaut sein, dass es mir sehr gut gefällt. Also fühlt euch nicht auf den Schlips getreten, ihr wisst ja, Schönheit liegt im Auge des Bubblers. Ah. Der Preis ist ja schon mal so ein Ticken schöner. 29,87 €, Einsatz erprobt, wir schauen mal im teuersten. 210 in FN. Sieht man denn bei der überhaupt die Abgenutztheit? Das hier sieht bei mir jetzt nicht wirklich nach FN aus, oder? Ist schon so ein bisschen zerrissen. Ja, aber doch, das kann man schon ganz gut sehen, den abgenutzt, guck mal da. Ja, ja. Auf meinem 7. Platz liegt eine Vulkan und die ist, glaube ich, doch, ich glaube, die ist so im Volksmund generell einfach als schön zu betrachten, oder? Ich glaube, es gibt ganz wenig Leute, die sagen, oh, die Vulkan, die ist jetzt nicht so toll. Die ist nicht so überzeichnet, worauf ja überhaupt nicht viele stehen, auf dieses Ultrabunte, was mir sehr gut gefällt, aber viele sagen ja dann, nee, das ist zu infantil. Es ist ihnen halt zu kindisch, zu bunt und so weiter. Aber ich mag dieses Ultrabunte halt. Ich bin halt ein Kindskopf. Aber die Vulkan ist auch schön. Der Preis geht auch. Kann man schon mal machen. Ich bin direkt auf günstigste gegangen. Wie sieht denn hier sowas in Kacke aus? Ja, selbst die ist doch vollkommen hinnehmbar, würde ich sagen. Teuerste, wie sieht's aus? Das ist vielleicht so eine Sache, die man sich zum Geburtstag kauft, oder? Hier für so ein Fuffi, so eine StatTrak Hanswurst. Die Frontside Misty, die sich auf dem 6. Platz befindet, ist der Vulkan zumindest in Sachen Farbgebung schon ähnlich, aber trotzdem halt direkt kräftiger, bunter bzw. auffälliger und liegt darum eben auch etwas höher in meinem Schema. Diese Formen, wie nennt man die denn, so Tribal-mäßig oder sowas, sind jetzt eigentlich auch nicht so wirklich meins, wo ich sage, wow, das lasse ich mir auf der Arsch tätowieren, aber... es ist halt trotzdem
ein Ticken höher als die Vulkan. Die habe ich auch lange Zeit gespielt. Wir können mal kurz um den Spaß gucken, was ich da auf, was ich da drauf habe. Steady Track. Fast 5000 Kills. Kann man sich mal gönnen, oder? Kann man sich mal gönnen. Ist das meine Main? Ne, das ist nicht meine Main. Hä, warte mal kurz. Achso, ja, die Neon Revolution. Okay, gut. Über die geht natürlich nichts drüber, das ist klar. Wobei ich auch nicht spoilern will. Nächster Platz. Platz Nummer 5. Point Desiree. Desiree, wie man sie auch im Fachjargon nennt. Die Desiree ist eine Waffe der Kenner. Da ist das Zusammenspiel von den Pastelltönen schon. In dem Bild wird einem Tiefe vorgegaukelt, die dem Skin natürlich auch in Sachen Psychologie des Feindes gegenüber hilft. Der Preis ist auch gar nicht so übel gesetzt, rein psychisch gesehen. Oh, guck mal da, 16,37 €. Minimal Wear. Was will man mehr? Hä? Jo, gar nicht so übel, oder? Ja gut, hier sind auch nicht so viele Angebote da, um das jetzt großartig vergleichen zu können. Ich würde aber einfach mal vom Bauchgefühl her sagen, dass das gar nicht so übel ist, für 16 Euro eine in Minimal Wear zu ergattern, oder? Oder ist es überteuert? Die kann man doch durchaus empfehlen, oder? Sticker abrubbeln und schon ist gut. Der Skin auf dem 4. Platz ist die Bloodsport AK. Die ist eine ganz besondere, weil sie halt dieses Design, also so Rennmuster-Design, wie es halt auch auf Sportwaffen drauf ist, so in die Richtung. Oder eben auf Sportwagen, speziell im Rallye-Bereich. Ja, aber da ist eine Katze drauf, von daher kann man da schon sagen, dass das eigentlich eine ziemlich wertvolle Waffe ist, ne? Das ist klar. Voltaik, Vierecke, Strike, Bowling, Pfeile, schön. Und selbst der Preis ist gar nicht mal so überhappig, oder? Günstige zuerst. Naja, die kommt übrigens, ja, ich weiß, einige sagen jetzt schon so ein bisschen an die Dinge ran. Asimov, ja, ich weiß. Aber so ist es halt eine schicke Sache, ne? Das andere, naja, das ist wie so eine getunte Asimov. Hardcore FN, eine Wear von 0,54. Überzeugt mich. Ist da irgendwo ein winziger Kratzer zu sehen? Ja, hinterm Set-Track. Bah! Jetzt kommen dann wieder die vorderen drei Plätze. Hier bin ich natürlich sehr gespannt, wie eure Listen aussehen. Ich denke, gerade bei den AKs und generell bei diesen Main-Waffen werden viele von euch eigene und vor allem sehr verschiedene Meinungen haben. Hasselt eure Liste raus, egal wie lang oder kurz sie ist. Ich bin gespannt, vor allem, wie sehr sie sich eben mit meiner Liste deckt. Ratet mal geschwind, was auf meinen ersten drei Plätzen am Start ist. Könnt ihr auch gerne noch in die Kommentare dann schreiben, was ihr vermutet habt, bevor ihr weitergeschaut habt. Nicht reingucken, was ich hab und dann schreiben, ihr Gauler. Nee, nee. 3, 2, 1... Und fertig. The Empress liegt auf dem 3. Platz und ist einer Kaiserin würdig. Wunderschön. Geil Design. Die ganzen Farben. Das ganze Gold und so weiter. Passt da super mit rein. Oder halt gelb. Ja, ist jetzt nicht wirklich Gold oder schon. Hier vorne mit der 3 fehlt nur noch das X für die 13. Haben sie ein bisschen geschludert, okay. Aber komm, können wir verziehen. Preismäßig kann man sich so eine Zerropta auch ziemlich günstig aneignen. Da ist sie halt, ja, da ist sie halt irgendwie dunkel. Nicer 3. Platz. Platz Nummer 2. Wie soll es auch anders sein? Einer der Neonwaffen muss auf jeden Fall mit bei mir am Start sein. Ihr wisst ja, ja, oder ihr kennt ja meine Liebe zu diesen bunten, leuchtenden, neonleuchtenden Skins. Ja, und da darf hier Neon Revolution natürlich nicht fehlen. Anarchie, ganz klar. Thunder, naja. Mag ich jetzt Donner? Ich weiß es nicht. Die Wahl der Farben ist halt sehr geil, ne? Was also mit dem Grün und dem Lila oder was es ist, Pink. Ist es schon Pink oder ist es Lila? Es ist Pink, ne? Herrlich. Und der Preis geht eigentlich auch so mittel. Was passiert hier, wenn ich jetzt hier so eine abgerobte nehme? Ist halt jetzt ein bisschen verschisselter, aber auch noch vollkommen in Ordnung. Preisspanne auf Skinbaron zwischen 15 und 112 Euro. Aber was hat er jetzt auf dem ersten Platz? Es gibt noch so viele geile Skins. Um Gottes Willen, warum ist die nicht da? Und warum ist mein Lieblingsskin nicht da? Weh. Lasst uns zum ersten Platz übergehen. Dort liegt die AK-47 Neon Rider. Uff. Wow. Guck mal, wie die leuchtet. Dieses Design, also speziell dieser Mann, erinnert mich sehr stark an Hotline Miami. Und da das eines meiner, ja nicht zwingend Lieblingsspiele, aber schon eines meiner sehr beliebten Spiele ist, finde ich natürlich auch diesen Skin sehr geil. Erinnert auch direkt an GTA Vice City. Wenn du damit schießt, geht's immer in den Kopf. Hat einen eingebauten Aimbot. Und wisst ihr was? Vom Preislichen her geht's hier eigentlich auch ganz gut klar. Ich glaube, die ist ziemlich zerrissen, wenn man sie dann halt in kaputt holt. Ja, soweit zu dieser Top-10-Liste. Ich denke, ja, hier wird wahrscheinlich ziemlich viel von euch am Start sein. Sehr viel Geschreibsel, weil es halt was ist, was man wirklich ständig spielt. Also ich kenne keinen, der die AK nicht spielt, wenn er dann bei T ist. Oder sie am liebsten auch als CT spielt. Also ich spiele sie eigentlich auch am liebsten, ich glaube, das ist meine Lieblingswaffe. Und ich denke, vielen geht es da ähnlich. Mit den AKs und M4s und so weiter und so fort. Ja, jetzt ist gleich Livestream. Denkt dran, kommt ran, um 18 Uhr geht's los. Und hier noch der Skin-Gewinner des letzten YouTube-Giveaways. Der USPS Orion ist Mr. Idris. Idri, schreib mir hier kurz unter dieses Video, dass du es mitbekommen hast. Und dann halt deinen Trade-Link, wenn ich danach frage. Du weißt ja, wie der Hase läuft. Und schon ist die Orion dir. Ich weiß nicht, warum hier nicht Hephaestus steht. Wenn ich in Steam, warte mal kurz, wenn ich in Steam reingehe, ja, das ist die von Skinbaron halt, ne, da steht Hephaestus.
aber man sieht den Nametag nicht. Warum sehe ich den nicht in-game? Ich bin blind, oder? Bin ich blind? Vielen Dank fürs Zusehen und für die Kommentare und für die Likes. Bis gleich im Livestream. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, falls ihr nicht in den Stream kommen könnt. Also bis morgen im nächsten Video. Ciao, ciao.